Freunde, ich hab da was für euch. Es ist jetzt ziemlich genau einen Monat her, dass ich die letzte Folge Hi aufgenommen habe. Hi, das ist das Format, in dem ihr mir eure Fragen stellt und ich beantworte sie dann ganz einfach. Ein Monat dachte ich, ja, das ist eine ordentliche Zeit. Ich versuche das im einmonatigen Abstand immer wieder zu machen. Und jetzt ist es wieder soweit und ich dachte mir, welches Thema passt bitte besser als natürlich die neuen iPhones. Das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus wurden vor 4 Tagen vorgestellt bzw. präsentiert. Und ich habe euch eben bei Twitter und bei Facebook gefragt, ob ihr irgendwas dazu wissen möchtet, haut das doch einfach mal raus. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut. Das heißt, es kann jetzt sein, dass wir absolut gar keine Fragen haben. Dann gebe ich euch einfach so meine Meinung dazu. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr viel wissen möchtet. Und wir gucken jetzt einfach mal, wenn das so ist, was es so ist. Ich gucke also mal bei Twitter und bei Facebook rein. Hoffentlich habt ihr da was gepostet. Okay, so, die erste Frage, die kommt von Vincent Höcker. Guten Tag, junger Mann. Wie stehst du zur Abschaffung der 3,5 mm Buchse? Ja gut, ich glaube, wir alle wussten, dass diese Frage kommt. Was sage ich dazu? Erstmal, das iPhone ist nicht das einzige Smartphone auf dem Markt, das ohne Klinkenstecker daherkommt. Das aktuellste Beispiel, das ist das Moto Z von Lenovo. Das ist 5,19 mm dick, ist ein sehr dünnes Smartphone und auch das kommt bereits ohne Klinkenstecker. Nun kommt also auch das iPhone 7 und auch das iPhone 7 Plus ohne Klinkenstecker daher. Die Gerüchte haben es ja schon länger gesagt. Hat sich wirklich so ergeben. Was halte ich aber davon? Ich persönlich muss sagen, ich finde das nicht gut. Ich bin kein Fan davon. Aber auf der anderen Seite war es auch eine Entwicklung, die eigentlich relativ klar war. Ganz kurz, also wichtigster Punkt, ich bin kein Fan davon, ich finde es nicht gut aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil man das Gerät so einfach nicht gleichzeitig laden kann, während man damit Musik hört. Ich weiß, es klingt für viele total unspektakulär und ja, ich weiß auch, Apple hat dafür bereits einen Adapter rausgehauen, der wird dann unten an das Lightning oder an den Lightning Port angesteckt und dann kann man eben den Klinkenstecker anladen und das Ding lässt sich immer noch aufladen. Ist persönlich aber keine Sache, die ich gut finde. Ich möchte keine 5 Adapter dran haben. Und ich bin mir sicher, Steve Jobs hätte das so auch nicht gemacht. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Warum finde ich das sonst noch nicht gut? Tatsächlich kenne ich das so aus den letzten Monaten, weil ich persönlich auch mit kabellosen Kopfhörern rumlaufe. Es ist eine sehr schöne Sache, weil man das Ding einfach in die Hosentasche stecken kann, die Kopfhörer aufsetzt und dann läuft man rum und muss sich nicht darum kümmern, dass irgendein Kabel vor einem hängt. Kommt das übers T-Shirt oder unters T-Shirt? Was sieht besser aus? Stört mich das, wenn ich mich vorbeuge? Hängt das irgendwo rum? Das ist so eine Sache. Bei kabellosen Kopfhörern ist das einfach nicht mehr der Fall. Es ist eine schöne Sache und zwar so lange, bis der Akku leer ist. Denn wenn der Akku der Kopfhörer leer ist, dann kann man halt keine Musik mehr hören. Je nachdem, wie lange man unterwegs ist, wenn man zum Beispiel lange Bahn fährt oder ich weiß nicht, irgendwo rumläuft und einfach ein bisschen Ruhe haben will und dann ist der Saft weg, dann kann man halt einfach nicht mehr Musik hören. Ohne Kabel, das sich anschließen lässt, geht das nicht. Das sind so die zwei Punkte. Also zum einen natürlich dieses, ja, wie soll ich das gleichzeitig laden und Musik hören? Und dann, wenn der Akku leer ist, dann kann ich halt nicht mehr hören. Das sind die zwei Punkte, die mich ein bisschen nerven. Warum finde ich aber, dass das, ich sag mal, eine ganz normale Entwicklung ist, die man so hätte erwarten können. Naja, Smartphones werden immer, ich sag mal, kleiner und zwar im Sinne von dünner, sie haben kompaktere Maße. Natürlich soll auf der anderen Seite aber immer noch die tollste Leistung drin sein. Es soll super schnell sein. Am besten haben wir die unfassbarste Akkulaufzeit. Das tollste Display, hier eine Komponente, da eine Komponente. Und das lässt sich so einfach nicht mehr problemlos handhaben. Alles an diesen tollen Komponenten braucht natürlich ein bisschen Platz. Und auch so ein Klinkenstecker, das ist nicht viel Platz, aber auch der braucht Platz. Und wenn man den irgendwie einsparen kann und dafür vielleicht ein bisschen mehr Akku reinsetzt, dann ist das einfach so eine Sache, die uns in Zukunft weiter erwarten wird. Natürlich gibt es die Technologien, dass man kein Kabel mehr braucht und kabellos Musik hört. Aber wie gesagt, ich persönlich bin dann noch kein Fan von. Wenn wir einen super fetten Akku eingebaut hätten, dann wäre das für mich wahrscheinlich, ich sag mal, weniger schlimm, um es jetzt mal so zu sagen. Aber stattdessen haben wir jetzt zumindest im iPhone diese Tactile Engine, die dann den Home-Button, ich sag mal, verändert. Wer ist ja nicht mehr wirklich drückbar. Ich muss das natürlich erstmal ausprobieren, aber ganz kurz gesagt, um jetzt mal zum Ende zu kommen, ich bin kein großer Fan davon, aber für mich ist es eine logische Entwicklung. So, machen wir mal weiter. Habe ich mir auch ein iPhone gekauft und wenn ja, welches? Ja, ich habe mir beide iPhones gekauft, also sowohl das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus und zwar einmal in Diamant.
Diamantschwarz, Verzeihung, und einmal in dem normalen Schwarz. Warum? Auf der einen Seite natürlich, ich muss die Dinger testen oder ich will sie auch testen, um zu gucken, was Apple da gebaut hat. Und auf der anderen Seite finde ich die Farben schon ziemlich, ziemlich interessant und muss mal gucken. Ich werde in Zukunft noch viele Videos zum iPhone machen, deswegen brauche ich auf jeden Fall so ein Gerät. Deswegen war für mich ganz klar, okay, ich brauche die neuen iPhones. Und zwar auch, um Vergleiche zu machen mit zum Beispiel dem S7 oder S7 Edge und dem Note 7, weil das immer so Sachen sind, okay, das sind die zwei Flaggschiffe der zwei größten Hersteller, natürlich wollt nicht nur ihr wissen, sondern will auch ich wissen, wer hat denn da jetzt wie gute Arbeit geleistet. Darauf könnt ihr euch also einstellen, es wird auf jeden Fall diese typischen Vergleiche geben, die ich auch in den letzten Jahren schon gemacht habe, das wird euch also nicht überraschen. Das ist also auch ein Grund, warum ich mir die iPhones gekauft habe, aber ganz wichtig, natürlich will ich wissen, was Apple da gemacht hat. Das Display hat dieselbe Auflösung wie beim Vorgänger, soll aber hier und da noch ein paar Kniffe haben, die es besser machen. Ist es wirklich so? Ja oder nein? Was ist mit dem Akku? Wie ist es mit den neuen Kameras? Das sind alles so Sachen, die ich rausfinden möchte, deswegen natürlich habe ich es bestellt, nicht nur um es euch zu zeigen, sondern auch für mich. Wer kauft sich ein 1000 Euro Handy, bei dem man die Kopfhörer verliert? Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Erstmal 1000 Euro für ein Smartphone sind schon mal sehr, sehr viel. Wir persönlich in dieser, ich sag mal, Branche, die wir damit täglich arbeiten, die haben das wahrscheinlich oder die haben eine kleinere Grenze, einen kleineren, wie nennt man das denn jetzt? Wir geben eher so viel Geld aus dafür als, ich sag mal, der normale Kunde. Einfach, weil wir den ganzen Tag damit leben, weil das auch vielleicht unser Job ist, weil es unser Hobby ist. Das ändert nichts daran, dass 1000 Euro unfassbar viel Geld sind. Aber ich glaube, wenn man ein Hobby hat, dann gibt man dafür halt auch mal gerne ein bisschen mehr Geld aus. Die zweite Sache natürlich, wie ist das mit dem Kopfhörer verlieren? Da bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt. Es gab ja direkt sehr, sehr viel Kritik für die Kopfhörer. Ich persönlich finde sie auch nicht schön. Und ich möchte auch nicht mit so Stöpseln im Ohr rumlaufen. Aber die ersten Eindrücke der Leute sagen, dass es eigentlich ganz ordentliche Kopfhörer sind. Und wie das mit dem Verlieren so ist, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn die im Ohr sitzen, dann würde man merken, wenn die rausfallen. Ich habe schon verschiedene kabellose, komplett kabellose Kopfhörer im Ohr gehabt. Samsung hat zum Beispiel welche, aber auch Jabra hat jetzt ganz frisch welche vorgestellt. Und da kann ich nur sagen, die sitzen sehr, sehr gut im Ohr. Und man merkt auf jeden Fall, wenn sie rausfallen. Nun hat Apple aber ein etwas anderes Design. Bedeutet, wir haben quasi die EarPods, allerdings ist unten das Kabel weg, der Rest ist aber oder bleibt bestehen. Ich bin mir sehr sicher, dass man merkt, wenn sie aus dem Ohr fallen und wenn, dann könnten sie vielleicht aus der Tasche verschwinden, aber auch da würde ich eigentlich denken, wenn ich die Dinger in der Hosentasche habe, dann fallen die nicht so leicht raus. Ob das so ist, keine Ahnung, das müssen wir auf jeden Fall noch herausfinden. Ich gucke mal, ob ich sie testen werde. 170 Euro kosten die, glaube ich, in Deutschland, ist natürlich wieder eine große Ansage. Und was mich dann natürlich auch interessiert, ist ja, die Dinger sitzen im Ohr. Das bedeutet, sie werden entweder über das Smartphone gesteuert, also nächster Song, lauter machen, leiser machen, oder aber über Siri. Wenn man nämlich zweimal auf die AirPods, so heißen die guten Stücke hier, klickt, aktiviere ich Siri und auf der Apple-Seite steht, okay, wenn ich denn den nächsten Track hören möchte oder den vorherigen zu einem anderen Lied springen, wenn ich die Lautstärke ändern will, dann soll ich wirklich zweimal draufklicken und mit Siri sprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, Siri, spiel den nächsten Song oder Siri, spiel dieses und dieses Lied, absolut gar kein Problem. Aber wie mache ich Siri klar, welche Lautstärke ich haben möchte? Sage ich da jetzt fünfmal, okay, mach ein bisschen leiser, mach sehr, sehr viel leiser, mach ganz leise, mach 30%. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie Apple das gehandhabt hat. Ich bin sehr gespannt. Der Internet Larry fragt, wie findest du den Euro für, also wie findest du den Preis für das iPhone 7 und 256 GB? Wird der Preis mit den Jahren steigen und kann man das überhaupt noch rechtfertigen? Ja, Preise sind natürlich immer so ein Thema. Preise sind gerade bei Apple immer ein Thema. Ich persönlich finde, der Preis ist auf jeden Fall zu hoch und zwar für jedes der Modelle. Das ist aber nicht nur beim iPhone so, das ist bei, ich sag mal, nahezu allen Flaggschiffen so. Ich bin ein unfassbar großer Fan des Samsung Galaxy Note 7, aber das hat, glaube ich, eine UVP von 800 Euro. Und auch das finde ich zu viel, weil man eben weiß oder weil es viele Geräte gibt, die mit einer ähnlichen Ausstattung, dann vielleicht aber mit weniger Innovationen kommen, die günstiger sind. Natürlich wollen sich Hersteller Innovationen für natürlich auch immer bezahlen lassen, weil sie lange daran rumforschen, weil sie vielleicht einzigartig sind. Zum Beispiel die Edge-Displays, Samsung hat damit angefangen, hat ewig lang geforscht. Ich persönlich mag es sehr gerne, nicht nur aus Designgründen, sondern weil es einfach
ganz schön anzufassen ist. Es gibt also viele Innovationen, die man sich natürlich auch bezahlen lassen will, aber die Preise sind eben wirklich sehr, sehr weit oben. Ich finde es gut, dass es eine 256 GB-Version gibt. Es gibt auch noch eine 128 GB-Version und eine 32 GB-Version. Ich finde das aber auch hauptsächlich deshalb gut, weil ich finde, dass man einfach nicht genug Speicher haben kann, wenn man die Cloud nicht nutzen möchte. Speicher kostet einfach nicht mehr viel. Speicher wird immer günstiger und trotzdem setzt Apple noch für jede Speichererweiterung, ich glaube, es sind 110 € an. Ich finde es gut, dass wir jetzt mit 32 GB starten. 16 GB, das war einfach so eine Version, die habe ich niemals jemandem empfohlen. Aus verschiedenen Gründen. Zum ersten sind es nicht 16 GB, die wirklich frei sind, sondern es waren immer so 9, 10, glaube ich. 19, 11, 12, irgendwas in dem Rahmen war das, was auf jeden Fall viel zu wenig ist. Das ist dann das, was wirklich zur freien Verfügung steht von den 16 GB. Bedeutet, man hat vielleicht noch 10, 11, sagen wir 12 GB frei. Das ist gut. Dann kommt man ein Update und auch wenn Apple die Updates deutlich kleiner gemacht hat, kosten sie natürlich viel, noch viel Speicher. Vielleicht ist es mal 1 GB oder sowas. Wenn man den Speicher nicht frei hat, okay. Ich möchte gar nicht sagen, dass es 16 GB als Speicher nicht geben sollte. Es gibt natürlich günstige Smartphones, kleine oder Einsteiger-Smartphones, da gibt es auch noch 8 GB oder 16 GB-Versionen. Der Unterschied ist aber, dort lassen sie sich zu, ich sag mal, 95% ganz einfach per Speicherkarte erweitern. Das geht bei Apple nicht. Und auf der anderen Seite kosten die mal 4, 5, 6 oder 700 € weniger. Bedeutet, was ich sage, 16 GB darf es in dieser Preisklasse einfach nicht geben, weil es erstens zu wenig ist und zweitens das Gerät viel zu viel kostet. Deswegen finde ich es gut, dass man allen Speicher verdoppelt hat. 128 GB, 256 GB finde ich gut. Trotzdem halte ich die Preise immer noch insgesamt für überzogen, auch weil mir dieses Jahr wirklich die Innovation fehlt beim iPhone. Das bedeutet, also ich persönlich kann für mich nicht rechtfertigen, wo diese besondere Innovation ist, wo dieses Alleinstellungsmerkmal ist, dass Apple diesen Preis rechtfertigen lässt. Das wollte ich sagen. Klar, das sind Apple-Preise, man kennt das. Apple kann die Preise verlangen, weil die Smartphones einfach weggehen wie geschnitten Brot. Es ist egal, welchen Preis Apple ansetzt, die Leute kaufen es einfach. Und solange das so funktioniert, wird Apple auch die weiteren Preise verlangen, auch die höheren Preise. Wie das in den nächsten Jahren aussieht, ich denke, Apple zieht ja nun von Jahr zu Jahr immer ordentlich an oder immer ein bisschen an. Vielleicht geht das noch weiter, bis irgendwann mal so der Knoten erreicht ist, dass die Kunden einfach nicht mehr bereit sind, so viel dafür be zu bezahlen, weil eben die günstigeren Smartphones auch immer, immer besser werden. So, bam, bam, bam. Man sagt, dass das iPhone 7 Plus in Benchmarks zeigt, dass es 3 GB RAM hat. Stimmt das denn? Das iPhone 7 soll 2 GB RAM haben. Ja, das habe ich auch gelesen. Es sind Ausschnitte aus dem Geekbench Benchmark veröffentlicht worden. Und da steht, dass das iPhone 7 Plus 3 GB RAM haben soll und das iPhone 7 wie auch alle Vorgänger 2 GB RAM. Ich persönlich habe noch kein iPhone hier. Das kommt dann am Freitag. Ich hoffe, dass es am Freitag schnell kommt, dass ich eben auch die Videos für euch machen kann. Und dann werde ich das Ganze natürlich checken. Solange kann ich mich auch nur auf die Quellen verlassen, die wir alle irgendwie momentan im Internet haben. Ich persönlich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn wir die 3 GB-Version haben, also 3 GB RAM, weil es einfach nicht schadet. Aber 100 Pro kann ich dir das leider nicht sagen. Was findest du, ist das interessanteste Feature im normalen iPhone, nicht das Plus und warum? Boah, da hätte ich mich vielleicht doch mal auf die Fragen vorbereiten sollen. Das interessanteste Feature im iPhone 7. Tja, tatsächlich glaube ich einfach, dass der Home-Button das ist, was mich am meisten interessiert. Wir haben keinen physischen Home-Button mehr, sondern eben, ich habe es schon angesprochen, diese Tactile-Engine, die wir zum Beispiel auch in den MacBooks, in den Trackpads haben. Da bin ich sehr gespannt. Man kann den Home-Button ja nun auch irgendwie mit verschiedenen Dingen, ich sag mal, belegen. Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert das? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann man das iPhone nicht mehr darüber wecken, was ich schon nicht gut fände. Aber wie gesagt, da müssen wir dann erstmal wirklich abwarten, wie das so ist. Ich glaube tatsächlich, der Home-Button ist das interessanteste Feature für mich, weil es eben im normalen 7er auch keine Dual-Kamera gibt. Das Display ist nicht besonders, die Lautsprecher muss man rausfinden. Ich glaube tatsächlich, ja, der Home-Button ist für mich momentan das interessanteste Feature am iPhone 7. Vielleicht ändert sich das noch, wenn ich denn dann das Ding vor mir liegen habe. So, ihr habt es wahrscheinlich gerade gemerkt, da kam ein ganz, ganz plötzlicher Schnitt und davor hat es an der Tür geklingelt. Das ist schuld daran. Ich habe mir eben eine Pizza bestellt, die haue ich jetzt mal ganz kurz zur Seite. Und wir machen hier weiter. Die ist eh noch ein bisschen zu heiß, um zu essen. Also schauen wir mal.
Das war's mit den Twitter-Fragen. Gucken wir mal, was bei Facebook los ist. Lohnt sich der Wechsel vom 6S zum 7er? Kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil ich noch keinen 7er da habe. Was ich euch aber sagen kann, es wird auf jeden Fall einen Vergleich geben zwischen iPhone 6S und iPhone 7 und auch zwischen iPhone 6S Plus und iPhone 7 Plus. Ich hoffe, ich komme da irgendwie an ein Gerät dran. Dann wird es auf jeden Fall dazu einen Vergleich geben. Wie ist die Kamera, fragt der Chris. Kann ich euch noch nicht sagen, aber dazu kommt auf jeden Fall noch ordentlich was an Videos. Was hältst du von der Entfernung der Klinke und wie gefallen dir die AirPods, fragt der Olli. Habe ich direkt am Anfang des Videos schon erwähnt. AirPods, puh, Klinkenstecker. Ist Samsung Galaxy S7 besser oder iPhone 7? Dazu kommt ein Video. Was hältst du vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Fragt der liebe Sven. Habe ich theoretisch auch schon gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt meiner Meinung nach nicht. Leistung kann sehr, sehr gut sein, aber für mich ist das einfach zu teuer, weil es viele Geräte aus den unteren Klassen gibt, die immer, immer besser werden, die dann aber vielleicht 400 € kosten. Deswegen potenziell nach oben, sage ich jetzt mal. Wie ist das Wetter in Minga? Heute Morgen war es sehr schön sonnig, jetzt ist mir so ein grau und schwül, kein Bock rauszugehen, Wetter. Ob das Apples Untergang wird von den Verkaufszahlen her, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, was ich persönlich übrigens sehr schade finde, das habe ich im ganzen Video noch nicht gesagt, ist, dass wir kein anständiges neues Design haben. Normalerweise war das immer so, es kommt eine neue Generation, zack, neues Design. Im nächsten Jahr kommt dann eine S-Version, also eine verbesserte, verschnellerte mit demselben Design. Und dann wäre jetzt eigentlich wieder ein neues Design dran. Das ist leider nicht der Fall. Finde ich sehr, sehr schade. Das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. Auch wenn ich dieses Schwarz wirklich sehr gerne mag, zumindest auf den Bildern und den Videos und den ersten Hands-ons und ersten Eindrücken, die ich gesehen habe, gefällt mir das sehr gut, aber es ist absolut nichts Neues. Deswegen, aber ich glaube auch nicht, dass das Apples Untergang wird. Man hat wieder, ich sag mal, genug Neuerung für viele Leute. Man hat eine neue, verbesserte Kamera. Man hat, ja, das ist jetzt zum ersten Mal wasserdicht, auch wenn Apple da sehr, sehr vorsichtig ist und das Ganze direkt mal aus den Garantiebestimmungen rausgeholt hat. Bedeutet, wenn das Ding ein bisschen nass wird, dann gibt es auf jeden Fall keinen Ersatz, was aber eigentlich bei den meisten Herstellern so ist. Man hat sich hier allerdings darauf geeinigt, dass man das als spritzwasserfest kommuniziert und eigentlich ist IP67 schon okay, man kann das Ding mal unter Wasser tauchen für 30 Minuten bis, ich meine, das war 1 Meter. Man geht hier aber sicher und sagt Spritzwasser geschützt. Warum das Ganze? Klar, man will einfach sicher gehen, dass die Leute damit nicht schwimmen gehen und baden, weil es machen einfach viele Leute. Und dann käme eine ganze, ganze Menge Ärger auf Apple zu von vielen, vielen Kunden, die sagen, ey, das ist doch wasserdicht, ihr werbt damit, jetzt funktioniert es aber nicht, deswegen sparen die sich das direkt. Aber wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Apples Untergang ist, weil die Resonanz bisher wirklich wieder sehr, sehr gut ist. Ich glaube nicht. Ist Apple noch ein Konkurrenz für Samsung? Früher war Apple Samsung weit überlegen, aber heute dreht sich das Blatt immer mehr. Ich glaube, das kommt tatsächlich ganz auf den Markt an, ob man jetzt Amerika oder Europa oder vielleicht Asien anschaut. Ich persönlich denke, ja, Apple und Samsung, das sind immer noch so die Hauptkonkurrenten am Markt, auch wenn zum Beispiel Huawei oder Huawei in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugelegt hat und auch richtig anständig Smartphones verkauft. Ich denke aber, ja, die zwei sind noch so die das unter sich ausmachen, zumindest diesen ganz, ganz teuren Preisbereich. Darunter, na gut, erstens hat Apple da nicht viel, deswegen fehlt das schon mal raus und ansonsten, na. Aber ja, Apple ist noch eine Konkurrenz für Samsung. Ich persönlich finde auch, dass Samsung deutlich innovativer ist. Aber wenn man so mal den Gesamtmarkt betrachtet, dann ist das schon noch eine Konkurrenz. Was ist der größte Unterschied zwischen den beiden? Also zwischen dem iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus? Tatsächlich gibt es da nicht viele Unterschiede. Wenn ihr mich fragt, fallen mir zwei Dinge ein. Und zwar einmal die Größe. Wir haben einmal 4,7 Zoll und einmal 5,5 Zoll. Übrigens sehr, sehr schade, dass die Geräte immer noch so groß sind. Sie haben dieselbe Größe wie beim 6er, beim 6Ser und beim 6S Pluser. Apple, das geht auf jeden Fall, jeden Fall deutlich besser. Schade, dass es immer noch so große Ränder gibt. Das gefällt mir nicht so gut. Der größte Unterschied ist aber neben der Größe ganz einfach, dass im iPhone 7 Plus zwei Kameras sind. Und beim iPhone 7 eine Kamera. Und dann wird es wahrscheinlich, wenn das so ist, noch 1 GB RAM sein.
der beim iPhone 7 Plus mehr ist. Ansonsten gibt es da ausstattungsmäßig keine Unterschiede. Und die letzte Frage. Ich hätte gerne einen Vergleich zwischen dem iPhone 7 und dem Galaxy S7 oder iPhone 7 Plus und Galaxy S7. Ja, ich glaube, auch das habe ich bereits beantwortet. Ja, ich denke, damit wären wir durch. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich hoffe, ich konnte sie zufriedenstellend beantworten. Ich freue mich jetzt auf meine Pizza, werde die ordentlich verdrücken. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr für die nächste Ausgabe schon irgendwas wissen möchtet, stellt mir Fragen zu allen Themen hier unter dieses Video. Und in ungefähr einem Monat werde ich mich dann wieder zu diesem Video hier begeben und raussuchen, was ihr für Fragen habt. Wie gesagt, das können private sein, das kann zu jedem Hersteller da draußen sein, das kann zu Kopfhörern sein, zu irgendeiner Consumer Electronics, einfach alles, was ihr wissen möchtet, haut das unten in die Kommentare. Oder bei Twitter oder Facebook rein und dann schaue ich mir das auf jeden Fall im nächsten Monat an. Und vielleicht kommt ihr dann ins nächste Video. Falls ihr zu diesem Video irgendwas zu sagen habt, dann haut auch das in die Kommentare. Zum Beispiel, wenn ihr eine ganz andere Meinung habt. Wenn ihr denkt, okay, iPhone, das Apple, nein, Apple, das iPhone, das ist doch total innovativ, du übersiehst hier was, dann schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr denkt, aber die AirPods, die haben doch dieses eine Feature, Fuchs, das hast du noch nicht ganz geblickt, dann haut auch das in die Kommentare. Und damit wären wir jetzt wirklich durch. Das war's von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Are you listening? Damn. Yeah.